Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Testfolge von Ark. Und jetzt denkt ihr, der Maus, du hast doch gesagt, du kannst Ark nicht aufnehmen. Ich kann es nicht in der Qualität aufnehmen, in der ich es gerne bringen würde. Also, ich würde schon ganz gerne Ark natürlich in 1080p bringen. Aber wenn ihr jetzt mal unten bei YouTube auf den Qualitätsbutton klickt, auf die Einstellungen da, dann seht ihr, es sind nur 720p. So kann ich es aber aufnehmen. Bin ich halt vorher auch noch gar nicht drauf gekommen. Schade. Und ich möchte halt jetzt einfach ganz gerne wissen, ob euch das so reicht, bis der neue PC halt dann da ist, dass ihr sagt, ey, das ist ganz cool. Es kommt zumindest wieder Ark. Ich muss mal eben etwas trinken. Es kommt zumindest wieder Ark und gut, es ist halt in 720p, aber dafür kommen wieder Let's Plays. Ich meine, das letzte Let's Play war halt Conan Exiles und das ist auch schon dreieinhalb Monate her, dass da was kam. Und deswegen frage ich euch halt ganz einfach, reicht euch das von der Qualität in 720p oder nicht? So, ich muss hier mal so ein bisschen was essen. Ich wollte auch gleich mal anfangen, ein Haus aufzubauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier mache. Erstmal muss ich hier so ein bisschen Holz brauche ich und Feuerstein. Also erstmal Holz. Gut, ich klopfe mal hier so ein bisschen den Baum. Wie gesagt, ihr könnt mal gucken, ob das so in Ordnung ist. Ich habe das Spiel jetzt auf Mittel stehen, also ich habe alles auf Mittel gestellt, damit ich es halt doch dann so zocken kann. Ah, ich brauche ein bisschen Holz. Was ist denn hier wieder los? Muss ich doch mal hier in den Wald. So, da ist schon mal ein Dino von jemandem. Und ich meine, ich habe auch hier gerade gehört, wie jemand Holz gekloppt hat. Ist natürlich nicht so schick. So, mal gucken hier. Jedenfalls schon mal eine Spitzhacke kann ich machen und dafür brauche ich Feuerstein. Dafür brauche ich aber erstmal die Spitzhacke. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen in Ark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Also es ist auch noch das normale Ark, muss ich dazu sagen. Ne? Es sind nicht die Erweiterungen, die ja im Moment alle spielen, sondern es ist erstmal noch das normale Ark, weil wir das halt auch erstmal spielen wollten und erstmal, ja ich sag mal, durchspielen wollten. Wir waren damals an dem Eisbiom, oder an diesem Schneebiom, und da sind wir draufgegangen und dann weiß ich gar nicht, warum wir aufgehört haben zu zocken. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ja, wie gesagt, ihr könnt mir mal gerne einfach in die Kommentare schreiben, ob das so in Ordnung ist, wenn ich das so aufnehme. Ich bin noch nicht ganz sicher. Also stellenweise hat es auch so noch geleckt, auch ohne Aufnahme, wenn jetzt große Gebäude oder so da waren. Und meine Softbox macht gerade ein bisschen Probleme. Also die obere LED-Leiste flackert immer. Manchmal geht sie komplett aus. Dann geht sie wieder. Ich habe sie eben mal aufgemacht und mal geguckt, mal ein bisschen dran gerüttelt. Dann ging es wieder. Muss ich mich auf jeden Fall auch noch drum kümmern. Da vorne läuft ein Raptor, das gefällt mir nicht. Aber wie gesagt, das könnt ihr mir ja mal einfach gerne in die Kommentare schreiben. Und bevor ich mich jetzt hier noch dreimal wiederhole, würde ich sagen, boah, war es das von dieser kleinen Testfolge. Ich muss dann mal gucken, je nachdem, was ihr halt geschrieben habt, ob ich damit Ark wieder anfange in 720p. Und später, wenn dann der PC da ist, mein Bruder muss seinen PC auch noch aufrüsten, denn er kann gar nicht zocken. Also er könnte Ark im Moment überhaupt nicht spielen mit ihm. Also wir wollen halt Ark auf jeden Fall durchspielen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, wie das Spiel heißt. State of Decay 2, auch mega geil, möchte ich auch spielen. Da bin ich mir mal gar nicht sicher, ob das überhaupt klappt, selbst wenn ich es in 720p aufnehme. Also wir kommen nicht drum herum, einen neuen PC zu holen, aber so
könnte es auf jeden Fall mit Ark zumindest losgehen. Es würden auf jeden Fall mal wieder ein paar Let's Plays kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.